Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal KSC Karriere, Folge Nummer 13. Ja, es stehen richtig wilde Dinge an. Boah, also ganz viel Spannung hier in dieser Folge wird euch auf jeden Fall erwarten und mich natürlich auch. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu seid. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Kommentar für den Algorithmus, auch immer ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, wir gehen rein und sehen uns im Kalender gleich wieder. Let's go! So, spielt's gegen Platz 1. Mainz ist 9 Punkte von uns weg, das ist abartig. Dann spielen wir gegen Darmstadt. Spiel noch gegen Heidenheim, Nürnberg und Paderborn. Das sind die Spiele für die Folge. Nürnberg, schwierige Nummer. Heidenheim auch nicht einfach. Darmstadt und Mainz. Also, wow. Wir gehen gegen Mainz selber rein, simulieren dann gegen Darmstadt lang. Schnelle Simulation gegen Paderborn. Spielen nochmal gegen Nürnberg und dann nochmal eine schnelle Simulation zum Schluss gegen Paderborn. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wir gehen rein ins Spiel gegen Platz 1. So viel geändert haben wir nicht fürs Spiel gegen Mainz. Das ist ein Auswärtsspiel in der Meva Arena. Wusste ich auch nicht, dass die so heißt. Der einzigste Wechsel. Jones kommt rein für Kota auf dem linken Flügel. Wir brauchen viel Tempo, weil ich gehe davon aus, dass wir viele Konteraktionen haben werden. Wir sehen uns gleich im Stadion wieder und holen hier jetzt einen überraschenden Sieg, würde ich sagen. Let's go. So angekommen in Mainz. Es regnet. Damen ist im Fokus. Macht bisher eine gute Saison. Bei uns ist der Torwart mit den wenigsten Gegentoren. Jetzt wollen wir hinten auch die Null halten oder so wenig Tore wie möglich bekommen. Stadion ist ausverkauft, wunderbar. Zweite Liga, 26. Spieltag. Richtiges Topspiel jetzt. Wir wollen 3 Punkte. Dafür werden wir alles geben. Let's go. Das sieht gut aus. Baumgartlinger mit. Schade, der bringt den Ball rein. Da ist Choi und da ist es 1-0. Der Torwart sieht gar nicht gut aus. Ganz, ganz wichtig. 12. Minute. Choi mit dem 1-0. Ganz, ganz stark, Junge. Ja, Mainz will aber auch, Mann, da ist der Ausgleich. Jetzt ist mir gerade eingefallen, wir haben ja von Mainz Damen geholt. Ja, deswegen stand er wahrscheinlich auch im Fokus. Da ist der Ausgleich, ich habe es nicht verteidigt bekommen. 1-1. Ja, es passiert sehr wenig in dem Spiel. Wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, hier ein bisschen nach vorne zu arbeiten mit Tempo. Da ist Vassiliades. Auf Cantero, der hat den Ball. Und dann ist es Quatsch. Ja, es ist auf beiden Seiten genau so ein Spiel. Ach man, keine großen Chancen. Nicht viel los. Aber wir nehmen bisher einen Punkt mit. Das ist sehr, sehr schön. Wir machen weiter in Halbzeit 2 und versuchen noch ein Türchen zu machen. Ja, Jones jetzt mal mit Tempo. Bringt den Ball rein. Choi kommt nicht dran. Oh, bitter. Ziemlich bitter. Jetzt probieren wir es aber nochmal. Baumgartlinger. Baumgartlinger, da ist es 2-1. Ganz stark, Junge. Ja, Choi mit einem guten Ball. Da ist Vassiliades. Kriegt er ihn nochmal irgendwie rübergespielt? Ja, Cantero. Oh, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Es ist nicht mehr lang zu spielen. Baumgartlinger fängt hier den Ball ab, aber ist direkt wieder weg. Ja, schade. Jetzt nochmal auf dem Weg. Schon im ey, die Bälle kommen nicht so gut. Mann. 80. ist mittlerweile schon rum. Wir wollten eigentlich noch dreimal wechseln, aber bisher war der Ball nicht mehr im Aus. Seit der 60. Minute. Und ich weiß auch nicht, ob wir die Wechsel noch vollzogen kriegen. Oh, Mainz nochmal. Damen mit der Parade. Ganz, ganz wichtig. Boah, jetzt müssen wir nochmal hier ranklotzen. Van Drongelen macht es ganz stark. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal die Möglichkeit für einen Konter. Ja, der Ball war sehr schlecht gespielt. Okay, jetzt werden wir es wohl eher über die Zeit bringen. Außer Choi. Choi hat nochmal Bock. Komm, Junge. Gib Gas. Ja, sieht gut aus. Flanke kommt. Ganz schlechte Flanke. Hilfe. Aber das Spiel ist jetzt auch vorbei. Wir gewinnen mit 2-1 gegen Mainz. Gegen Platz 1. Ganz, ganz wichtiges Ding. Boah, das war ein richtiger Kraftakt am Ende. Kein gutes Spiel. Also zum Anschauen war es bestimmt nicht gut. Aber wir nehmen die 3 Punkte mit. Das ist ganz, ganz stark. So, in der letzten Folge hatten wir ja den Top-Spieler, das Top-Talent Hardy. Wir haben ihn jetzt zum ZM umgemodet. Das passiert nicht viel. Ich würde sagen, wir machen den mal zum balleroberenden Mittelfeldspieler, weil offensiv
ist bei dem schon einiges da. So, Spiel gegen Darmstadt steht an, Platz Nummer 6. Wir könnten hier nochmal starke Punkte holen jetzt. Wir haben ein bisschen rotiert, Ferrei, Wanicek und Becker kommen rein im Mittelfeld. Außerdem Bonner in der rechten Verteidigung und Jones vorne im Sturm. Gibt ein bisschen Pause für den einen oder anderen. Wir gehen rein in die Simulation, gucken uns das Ganze an und holen hier die nächsten 3 Punkte. Ah, mit Darmstadt hat man immer einen starken Gegner. Also, auch wenn die nicht immer so krass um den Aufstieg mitspielen, einfach wird's nie. Wir wollen 3 Punkte und die holen wir uns jetzt auch. Kommt, Männer. Ja, das war ein ganz wildes Ding. Eigentor am Ende. Da ist es 1-0. Ganz, ganz wichtig, Männer. 1-0 zur Pause. Wir sind sehr dominant. Wir haben 62% Ballbesitz. 5 Schüsse schon. Sehr, sehr gutes Spiel. Wir machen mal so weiter. Darmstadt mit einer Aktion. Aber eine Aktion reicht manchmal aus. Wir müssen hier auf jeden Fall weiter Gas geben. Ja, Darmstadt hat sich in Halbzeit 2 was vorgenommen. Mann, Tietz mit dem Ausgleichtreffer. Ach, das kann doch nicht sein. Wir haben jetzt auch gewechselt. Choi kommt rein. Außerdem Cantero im Sturm und Badmatz auf dem linken Flügel. Macht noch ein Tor. Jungs, ich will noch ein Tor sehen. Kommt. Ah, es ist schon die 90. Minute. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Zumindest für uns nicht. Jetzt nicht noch eins kassieren. Gut verteidigt. Ah, und dann gibt's am Ende ein 1-1. Da wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Wir nutzen mal wieder unsere Chance nicht. Aber wir haben nicht verloren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir nehmen hier einen Punkt gegen Darmstadt mit. Die Jugendarbeit läuft wie am Schnürchen. Cesar Pinto. Wir schauen uns mal an. 900.000. Wird auf jeden Fall mitgenommen. Könnte schon eine 71 haben. Wir werden ihn uns gleich gemeinsam anschauen. Ja, und auch Pinto hat schon ein super Rating. Hat eine 62. Für mich sieht er aber eher, ja, er ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Könnte aber auf jeden Fall defensiv das ein oder andere noch dazu gewinnen. Schön. Neuer Topspieler. Sehr, sehr schön. So, Spiel gegen Heidenheim. Cantero ist auf eine 76 hochgegangen. Das ist sehr, sehr schön. Wir gehen hier rein mit unserer Top-Aufstellung. Schnelle Simulation gegen Heidenheim. Was springt da raus? Ein 2-2. Wow. Mohr, Cantero, dann Kleindienst und dann wieder Cantero. Okay. 2-2 gegen Heidenheim ist in Ordnung. Spiel gegen Nürnberg steht an. Immer eine schwierige Aufgabe. Wir gehen rein mit folgender 11. Bonner in der linken Verteidigung. Baumgartlinger gemeinsam mit Wanicek. Der Rest ist die gewohnte 11. Wir gehen rein. Wir brauchen einen Sieg. Let's go. Heimspiele sind immer die schönsten. Angekommen im Wildpark. Flutlichtspiel gegen Nürnberg. Spieltag Nummer 29. Ganz wichtig, jetzt nochmal 3 Punkte hier holen. Nürnberg ist nie einfach. Auch wenn die manchmal ein bisschen choke. Aber wir wollen 3 Punkte. Kommt, Männer. Jetzt gilt's. Wir wollen gewinnen. Schöner Ball auf Schade. Sah stark nach Abseits aus. Ist es aber nicht. 10. Minute. 1-0 für den KSC. Ganz, ganz wichtig. Kevin Schade mit dem 1-0. Ja, Cantero punkt sich dadurch. Macht er richtig stark. Time Finish so verkackt. Hilfe. Hilfe. Ach Mann, so einer sitzt eigentlich. Ach, egal, wir gehen mit dem 1-0 in die Pause. Nürnberg ist noch gar nicht vorhanden. Spricht für uns und gegen Nürnberg. Sehr, sehr schön. Wir gehen rein in Halbzeit 2. Ja, Cantero, schön gemacht auf Choi. Da ist es 2-0. 62. Minute. Choi macht hier vermutlich schon den Deckel zu. Nürnberg ist so schwach, das ist ganz krass. Sehr, sehr schön, Männer. So, wir nutzen das, wechseln Nunez, Becker und Badmatz kommen rein. Schade geht raus, Wanicek und Baumgartlinger. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Hier dürfte eigentlich auch nicht mehr viel anbrennen. Und das 2-0 ist dann auch der Endstand. Ganz, ganz stark, souveränes Spiel gegen den KSC. Mann, gegen Nürnberg. Sehr, sehr schön, die Fans sind zufrieden, wir auch. Wir nehmen hier die nächsten 3 Punkte mit. Ganz, ganz wichtig. Spiel gegen Platz 15, Paderborn. Mir war nicht klar, dass die so weit da hinten drin hängen. Wir gehen rein in eine schnelle Simulation, holen uns hier hoffentlich die nächsten 3 Punkte ab. Jawohl, 3-0, ganz stark. Cantero trifft wieder doppelt, Jakob trifft auch noch. Sehr, sehr schön, so muss es und kann es gerne weitergehen. So, und damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Es waren extrem gute Spiele dabei. Sehr, sehr schön. Wir sind mittlerweile 2 Punkte nur noch hinter Mainz. Richtig, richtig stark. So kann es gerne weitergehen. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Ganz klar. Wir können es gar nicht anders sagen. Ich bin extrem zufrieden. Lasst mich gerne eure Meinung wissen. Gerne Feedback dalassen. Ihr wisst Bescheid. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao.